Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Hemschemeier, Paterapeut, Beziehungscoach. Heute ein bisschen lädiert leider vom Hautarzttermin. Mit dich zu entschuldigen. Wir reden heute darüber, ja, du bist 20 Jahre in einer Ehe gewesen. So am Ende, zum Ende der Ehe lernst du jemand Neues kennen. Ist das dann schon der richtige Partner? Wie kann man das herausfinden, ob der Neue der richtige ist? Das ist überhaupt eine gute Idee, so gleich jemand Neues zu haben. Das werden wir mal besprechen. Wenn du neu hier bist, findest du mein ganzes Material auf liebeschip.de. Gruß an die zahlreichen neuen Abonnenten und nutze auch gleich mal die Gelegenheit, wenn du es noch nicht gemacht hast, mal einmal auf dem Button-Knopf hier zu drücken. Abo-Knopf, tut nicht weh, kostet nichts und unterstützt mich sehr. So, also von Nastolitschkola und sie schreibt, hallo Christian, ich würde mich über deine Einschätzung sehr freuen. Ich bin seit einem Jahr von meinem Mann getrennt. Wir waren 20 Jahre verheiratet, haben mehrere fast erwachsene Kinder. Ich habe schon vor der Ehe, zweimal seine Untreue akzeptiert. Tada! Das ist halt, also, das ist halt immer das, aber das ist jetzt nicht das Thema der E-Mail, aber das ist halt immer das Problem, wenn man das zu oft akzeptiert. Also, wie gesagt, vielleicht kann man mal einmal einen Fehltritt haben, aber wenn man da nicht sagt, einmal noch und dann bin ich weg, wenn man da nicht einen harten Dealbreaker setzt, wie gesagt, alles dazu in meinem Hauptkurs Modul 1 und Programmierung des Liebeschips, dann drohen die Probleme sich fortzusetzen. Naja, ich habe mir eingeredet, dass ich keine Lust habe, nach etwas anderem zu suchen, weil ich eher zurückhaltend bin. Ich wollte unbedingt Familie haben, geliebt habe ich ihn nicht mehr. Auch in der Ehe ging er fremd, was ich gerade gesagt habe, was mich trotz allem sehr verletzte. Und beim zweiten Mal trennte ich mich dann von ihm. Ja, ich vermute mal, das war ja dann insgesamt das vierte Mal, aber immerhin hast du ein Ende gefunden, ist ja alles gut. Wie gesagt, das ist ja auch gar nicht so das Hauptthema jetzt hier heute. Da er mich wochenlang belogen hatte, wollte ich dann auch mal wissen, wie sich so etwas anfühlt und habe auf einer Dating-App mit Männern geschrieben. Nur aus Spaß, klingt blöd, ich weiß. Ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht das Bundesmoralministerium. Also ich meine, die Ehe war am Ende. Er ist mehrfach fremdgegangen. Ja, ist alles recht der Welt. Dann auch mal, ob das jetzt eine gute Idee ist für dich, das kann man vielleicht diskutieren, das machen wir gleich auch noch. Aber ein schlechtes Gewissen hätte ich das ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen, also kann man ja auch kommunizieren dann so, ne? So ist ja jetzt eh vorbei und ich gucke mir jetzt auch anderweitig um und so weiter. Hab dann schnell wieder aufgehört, aber ein Mann war so sympathisch, dass ich über WhatsApp weiterschrieb und ich nach dem Ausdruck meines Mannes auch bereit war, ihn zu treffen. Er war eigentlich, ja, jetzt kommt so ein bisschen der interessante Teil, war eigentlich optisch nicht mein Fall. Ist jetzt nicht zwingend ein Dealbreaker, ne? Also gerade bei Frauen sagt man ja, gucken auch sehr auf Souveränität, Selbstbewusstsein, Status und so weiter. Ne? Aber Aussehen ist natürlich auch nicht unwichtig, ne? Aber gut, letztlich ist natürlich sowas wie meine Aussehen. Das Problem mit Aussehen ist, du gewöhnst dich dran in einer Beziehung. Wenn du jemanden hast, der mega hot ist, also er bleibt natürlich irgendwie mega hot, aber ist auch trotzdem irgendwas, wo man sich dran gewöhnt. Und auf die Dauer, also natürlich sollte es für dich ansehnliche Person sein, ist ja klar, aber sowas wie Charakter und so, ist auf lange Sicht wird das natürlich immer wichtiger, ne? Aber von daher, ja, okay, gut. Aber, ne, ich sag dir gleich mal was zu. Ja, aber sehr nett und interessiert. Wie es kommen musste, habe ich mit diesem Mann etwas angefangen, weil ich dachte, ich hätte ja nichts zu verlieren. Das ist übrigens ein ganz schlechter Gedanke, den habe ich bei meinen schlimmsten Beziehungen in meinem Leben auch gedacht. Was soll schon passieren? Leider kann immer ganz viel passieren. Also, wobei, ich meine, er scheint ja Single gewesen zu sein und hat sich nicht irgendwie schlecht verhalten, von daher macht es ja auch stimmen. Aber was man zu verlieren hat, ist natürlich immer, dass man so ab, ich sag mal so 90 Tage ist, oder 100 Tage ist immer so die Grenze, da fängt man an, so eine richtige Bindung zu entwickeln und dann ist die Trennung halt schwierig, so ab dann, ne? Und ja. So, ich hatte ja nichts zu verlieren und es hat mir nur viel Spaß gemacht. Nach einiger Zeit, ja, aber Hangout, fahren auch ab, ne? Also Spaß machen ist schon mal ein wichtiger Punkt immer.
Nach einiger Zeit fühle ich mich auch sehr zu ihm hingezogen, aber die unverarbeitete Trennung macht ihn mir zu schaffen. Ja, auch da, wie gesagt, die Altvorderen des Datings würden natürlich jetzt sagen, ja, erstmal trennen. Jetzt muss man eigentlich sagen, 20 Jahre, wann hat man das verarbeitet? Also ich würde mal sagen, da können wir, reden wir wahrscheinlich über 5 Jahre, vermute ich mal, mit allem, was dann noch kommt, Scheidung, ich weiß nicht was. Natürlich sollte man derzeit, darf man schon einen neuen Freund haben, so, ne? Aber klar, es gibt natürlich, das mögen auch viele auf Dating-Apps nicht, wenn man so frisch getrennt ist, wissen natürlich viele, soll ich mal sagen, Dating-Spezialisten, dass diese Personen, wie du vielleicht auch, sehr wackelig sind, wankelmütig, sich erstmal ausprobieren wollen, vielleicht mehrere Dates haben wollen und was weiß ich, also mehrere verschiedene Personen. Und erstmal gucken, erstmal playing the field. Deswegen ist es häufig nicht so beliebt auf Dating-Apps, aber gut, du hast ja jetzt jemand. Und natürlich darf man sich fragen, wie frei bin ich denn wirklich für jemand Neues? Und insbesondere, wenn du Grenzen hast überschreiten lassen in einer alten Beziehung, hilft manchmal so eine Dating-Pause, sich erstmal zu klar zu werden, was will ich denn eigentlich in einer neuen Beziehung vermeiden, dass nicht das Gleiche passiert. Und aber ich sage auch ganz ehrlich, das, was du hier machst, ist natürlich, ich würde fast sagen, der Normalfall. Deswegen will ich jetzt auch nicht streng sein hier. Gerade Menschen, die lange in einer Beziehung waren, wollen natürlich nicht alleine sein. Und das sagt man Frauen nach, das sagt man Männer nach, dass sie dann gerne, wie man so sagt, warm wechseln. Wobei, irgendwo warte ich ja schon getrennt. Aber ja, dass man dann nicht allein sein will, man sucht sich jemand, man nimmt vielleicht auch, jetzt mal böse gesagt, den Erstbesten, was natürlich trotzdem passen kann. Von daher haben wir jetzt so einen Fall, mir ist ja immer wichtig, ist es toxisch oder nicht, und das scheint ja nicht toxisch zu sein. Und dann kann man natürlich überlegen, kann man abwägen, positiv, negativ mal überlegen. Ja. Jetzt sind schon 8 Monate vergangen, das heißt, du hast die 200 Tage auch überschritten, das heißt, ja, jetzt seid ihr richtig zusammen und die Bindung ist natürlich auch da, ne? Das heißt, gehen wird natürlich jetzt auch schwieriger werden, wenn du gehen wolltest, und er denkt, dass ich seine Freundin bin und hat mich seiner Familie vorgestellt. Gut, diese Formulierung nehmen wir auch mal so zur Kenntnis. ich habe sehr lange gebraucht, aber er hat meine Kinder auch zum Essen getroffen. Ich meine, du musst das alles nicht, wenn du dir nicht sicher bist, ne? Ich mag ihn und ich denke oft an seine Küsse und Umarmungen. Viele äußerliche Dinge passen mir doch nicht an ihn. Wie Kleidung, Wohnung, Haustiere, Arbeitszeit, Urlaubsvorstellung und einiges mehr. Die Liste ist natürlich ganz schön lang, ne? Wie finde ich heraus, ob ich mich mit ihm eine Beziehung vorstellen kann oder nicht? Ich will ihn nicht wirklich öffentlich machen, weil ich jetzt selber blöd von mir finde, so schnell nach der Trennung und so weiter. Das ist total verständlich, aber eins können wir natürlich hier feststellen, du bist nicht komplett überzeugt von ihm, so, ne? Ich habe aber schon erzählt, dass es ihn gibt und ich ihn mag. Ich würde es viel langsamer als er und ich habe Angst, Hoffnungen zu wecken, die ich nicht erfüllen kann. Auf seine Zuneigung zu verzichten, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also, was wir hier sehen, sind die Probleme, wenn man so schnell jemand datet. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich weiß, dass es ganz viele machen, dass es für ganz viele Normalfall ist. Aber das sind halt, du hast die Vorteile, du hast jemanden, du bist nicht alleine. Du hast die Nachteile. Du weißt nicht, ist der wirklich gut ausgesucht? Ich bin jetzt in der Bindung drin, aber will ich ihn eigentlich wirklich? Ja, Sex ist ganz lustig, was weiß ich. Aber dann haben wir halt, weil du eben so ambivalent bist, vielleicht kommt er dann auch so ins Plus, er macht dann Tempo, das gefällt dir dann wieder nicht. Und du bist jetzt in so einem Zwiespalt. Das ist halt das Problem dann, sowas häufig auftritt, weil wie gesagt, viele wollen dann auch nicht wieder direkt in eine langfristige Beziehung. Und ja, also vielleicht schon, wollen es irgendwie schon, aber weiß nicht, sind vielleicht nicht bereit und könnte ja bei dir auch so der Fall sein. Und ja, klar hast du dann Angst, dass du eben zu viel Hoffnung machst. Aber gut, er ist natürlich ein erwachsener Mensch. Und ja, ich meine, muss er natürlich selber wissen.
Ja, was kann man jetzt dazu sagen? Also so 0-1-Tipp kann ich dir natürlich jetzt hier nicht geben, weil, wie gesagt, das sind Abwägungssachen. Du kannst auch mal in die Kommentare gucken, die hoffentlich schreibt, was andere dazu denken. Ich sag mal so, also ist es jetzt nichts gegen einzuwenden, da noch zu gucken. Aber, jetzt kommt das große Aber, das, was dir nicht gefällt, wird wahrscheinlich zunehmen ab jetzt. Ne? Ihr habt jetzt die erste Verliebtheit hinter euch. Und die Sachen, die dir nicht gefallen, werden wahrscheinlich, ich meine, erstmal ist es fast jeder Beziehung so, dass man die Sachen, wie es nicht, wo es nicht passt, dass sie dann auch präsenter werden mit der Zeit. Und das sollte natürlich aufgewogen werden von, dass man aber am Anfang komplett überzeugt war davon. So, wenn ich jetzt diesen Start sehe, der so ein bisschen lame ist, und mir jetzt mal so das versuche, diesen, soll ich mal sagen, diese Trajectory, die eure Beziehung jetzt hat, also diesen Verlauf, wenn man den jetzt mal fortmalt, dann könnte man sich jetzt vorstellen, Verliebtheit nimmt ab, Zweifel nehmen zu. Und das heißt jetzt aber nicht, dass er schlechter Mensch ist oder ein schlechtes Match ist. Das kann ich jetzt, weil es kann natürlich jemand sehr passend sein, obwohl er vielleicht die falschen Haustiere hat und falsche Kleidung, was weiß ich. Aber dass du überhaupt solche Sachen aufschreibst, zeigt mir, dass du nie komplett bis über beide Ohren verknallt warst. So, ne? Und da ich mich hier als High-Performance-Coach sehe, der euch wirklich in die bestmöglichen Beziehungen bringen will, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht in einem Jahr nicht mehr mit ihm zusammen bist, so, ne? Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich glaube auch, ich werde in einem Jahr nicht mehr mit ihm zusammen sein, dann kann man sich natürlich anfangen zu fragen, okay, macht es dann überhaupt noch Sinn, das jetzt lange laufen zu lassen? Weil ich weiß jetzt nicht, welchen Altersrange ihr so seid hier, aber gut, ich vermute mal jetzt hier in den 40ern, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt relativ schnell jemanden getroffen, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch wieder jemanden triffst, also wenn es jetzt nur darum geht, irgendjemanden zu haben für Nähe, ich glaube, dafür musst du nicht mit ihm zusammenbleiben. Also ich finde schon, dass man am Anfang, das ist so meine wirklich feste Meinung, also gerne können Beziehungen auch, können auch ein bisschen rational sein, vor allen Dingen nach hinten raus. Aber am Anfang sollte man schon eine Phase gehabt haben von weiß ich nicht, einem Jahr oder so. Oder mindestens diese 8 Monate, die ihr zusammen wart. Also in meinem Weltbild und so wie ich mir Beziehungen vorstelle, nämlich gute Beziehungen, sollte man nach 8 Monaten sagen, natürlich ist es hundertprozentig der Richtige. Ist mir völlig egal, dass er, weiß ich nicht, immer in Armani-Anzügen rumläuft und ein Murmeltier als Haustier hat und das finde ich irgendwie cute und dass er in Schichten arbeiten, also ich denke mir das jetzt alles aus, weil das die Sachen, die du geschrieben hast, dass er auf der Bohrinsel in Schichten arbeitet, ja, es müssen umpassen, aber es ist irgendwie auch witzig, interessant, also du würdest eine ganz andere Story hier sagen, wenn du so richtig überzeugt wärst und dann muss man natürlich gucken, wo entsteht da, also grundsätzlich kannst du es natürlich weiterführen, aber irgendwo kann natürlich so ein Punkt kommen, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, ich finde das ein bisschen unfair, so, ne, ich das so weiterlaufen lasse. Also ich bin ja meiner Meinung, das ist ein erwachsener Mensch, aber wir dürfen auch ab und zu mal für jemanden so ein bisschen mitdenken, mit dem wir zusammen sind, ob das denn jetzt eine gute Idee ist, das so weiterlaufen zu lassen, so, ne. Aber ich lese auch natürlich Positives. Das ist absolut keine 0-1-Sache, ne? Also du hast eine gute Zeit mit ihm. Körperlichkeit ist gut. Das sind natürlich schon auch zwei dicke Dinger, ne? Aber wie gesagt, ich würde mir jetzt idealerweise vorstellen, dass das das andere auscancelt, ne? Dass du sagst, es ist einfach so, so cool. Wir haben so viel Spaß und es ist mir so egal, dass er als Bundesaußenminister arbeitet. Nebenbei juckt mich nicht. Und ab und zu mal nach Aserbaidschan fliegen muss oder so. Ne? Da war alles andere so gut, aber das ist halt nicht der Fall. Ne? In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben. Bis dahin.